Moin! Deutschland sucht mal wieder einen Mittelstürmer und in den USA spielt einer, der seit einigen Monaten trifft, wie er will. Und den schauen wir uns heute mal genauer an. Bevor wir ins Thema gehen, eine Sache noch. Wir wissen, dass einige von euch, die jetzt dieses Video schauen und schon andere Calcio Berlin Videos geschaut haben, noch nicht den Calcio Berlin Kanal abonniert haben. Das ist natürlich ein Problem, aber es lässt sich ganz leicht ändern. Einfach unten auf Abonnieren drücken und das war's schon. Nach den doch etwas zähen Auftritten mal wieder von der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League wurde wieder viel diskutiert. Braucht Deutschland einen richtigen Neuner, einen klassischen Mittelstürmer? Ja, was anderes als Timo Werner und Kai Havertz allen voran. Und wir haben da auch mitgemacht an dieser Diskussion und wir haben uns quasi gemeinschaftlich für Niklas Füllkrug ausgesprochen. Den sollte man mitnehmen. Ja, kopfballstarker Spieler, groß, einer, der mehr Präsenz im Strafraum zeigt, der ja ein Zielspieler sein kann, aber auch natürlich eine gewisse Effizienz vorm Tor mitbringt. Es gab dann einen Spieler, den ich nur kurz erwähnt habe, der aber vor allem von euch in den Kommentaren sehr, sehr häufig genannt wurde, nämlich Hani Mukhtar. Und ein paar Tage später gab es dann plötzlich eine große mediale Aufmerksamkeit, was Hani Mukhtar angeht. Keine Ahnung, ob das was miteinander zu tun hatte oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es lag eher an dem Kicker-Interview, das er gegeben hat, wo er selber seine WM-Ambition unterstrichen hat. Er hat gesagt, ich bin der Meinung, dass man jemandem dazu nehmen kann, der eine überragende Saison gespielt hat, auch wenn es nur die MLS ist. Jemanden, der dazu noch viel Selbstvertrauen mitbringt, der viele Tore geschossen hat, der auch einen Assist geben kann. Hat er grundsätzlich recht. Ja, aber ich nehme den Mann heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe und schaue, passt der vom Spielertyp? Was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen? Und ist er vor allem gut genug für die deutsche Nationalmannschaft und für die Weltmeisterschaft? Ja, kurz mal ein paar Basics. Hani Mukhtar ist mittlerweile 27 Jahre alt, 1,74 groß, wurde in Berlin geboren, hat sämtliche U-Nationalmannschaften von Deutschland durchlaufen, kommt aus der Hertha-Jugend, konnte sich da dann aber nicht so richtig durchsetzen, ist zu Benfica gewechselt, nach einem halben Jahr schon wieder weiter nach Salzburg, nur ein Jahr später nach Brøndby, alles per Laie. Brøndby hat ihn dann aber auch fest verpflichtet, bevor er 2020 in die USA gewechselt ist, zu Nashville. Und da läuft es seitdem richtig gut. In seiner ersten vollen Saison hat er 16 Tore und 10 Vorlagen beigesteuert in 31 Spielen. Und diese Saison kommt er sogar auf 23 Tore und 7 Vorlagen in 31 Spielen und ist damit der beste Torschütze der MLS und der absolute Topfavorit auf den MVP Award. Eine Sache, die ich nur am Rande mal erwähnt haben will, ist, 6 seiner 23 Tore waren Elfmeter, die er verwandeln konnte und einige seiner Vorlagen waren Standardsituationen. Das soll die ganze Sache nicht kleiner machen, als sie ist, aber nur mal für den Hinterkopf. Also, Hani Mukhtar, offensiver Mittelfeldspieler eigentlich, wurde ja mehr oder weniger als klassischer Zehner ausgebildet. In Nashville kam er aber vor allem als hängende Spitze zum Einsatz. Auch mal als Flügelspieler, aber primär eben als hängende Spitze in einem System mit einer Doppelspitze. Ja, also neben ihm war dann noch mehr der etwas klassischere Stoßstürmer, mehr oder weniger. Und er, ja, so ein Mittelding zwischen Zehner und Neuner. Von mir aus ein 9,5er, wenn ihr so wollt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das seinem Spiel, dass er noch mehr als Stürmer agieren kann, extrem entgegengekommen ist. Ja, aber was ist sein Spiel? Ich habe das Ganze mal in zwei Parts unterteilt. Auf der einen Seite gucken wir mal auf die Zahlen und auf der anderen Seite später noch auf ein paar Hani Mukhtar-typische Spielsituationen. Aber zuerst mal zu den Zahlen. Die MLS mit Top 5 Ligen in Europa zu vergleichen, das hinkt so ein bisschen. Deswegen habe ich vor allem einen Vergleich genommen, der halt sich innerhalb der MLS abspielt. Also Hani Mukhtar verglichen mit allen anderen MLS-Stürmern in den letzten 365 Tagen. Habe vor allem ein paar Kategorien genommen, in denen er auffallend gut ist und ein paar, in denen er ja unterdurchschnittlich agiert hat. Und die Zahlen schreien einfach hängende Spitze. Ein torgefährlicher Vorbereiter, wenn ihr so wollt. Einer, der nicht der Letzte in der Verwertungskette sein muss, aber es sein kann. Der abschließen kann, aber vor allem auch Mitspieler in Szene setzen kann. Er ist sehr stark ins Passspiel eingebunden. Seht ihr daran, wenn es darum geht, halt wichtige Pässe, versuchte Pässe. Er spielt viele Schlüsselpässe, kann eben die Mitspieler gut einsetzen. Gleichzeitig auch aufgrund seiner Größe höchstwahrscheinlich und weil es einfach nicht seine Rolle ist, nicht viele Kopfballduelle gewonnen. Keiner, der stark im Gegenpressing agiert. Werden wir auch gleich in den Szenen sehen, dass er für ja was anderes vorgesehen ist. Und ist tatsächlich, auch wenn er viel dribbelt, kein besonders herausragender Dribbler. Also gewinnt nicht viele seiner Dribblings.
Das sieht halt auf den ersten Blick, vor allem wenn wir die ganzen Sachen mit Ball angucken, in Sachen Vorbereitung, in Sachen Chancenverwertung, sieht das alles ganz gut aus, aber es ist halt auch nur die MLS. Es ist halt, also das kann man nicht machen, einfach die Tore und die Vorlagen mit Stürmern aus einer der Top 5 Ligen in Europa zu vergleichen. Das wird nicht funktionieren. Was ich aber trotzdem mal gemacht habe, ist seine Statistiken mit Niklas Füllkrug zu vergleichen in den letzten 365 Tagen, weil der hat zum Beispiel ja auch noch viel von der zweiten Liga mit dabei und beweist jetzt in der ersten Liga, in einer Top 5 Liga, ja, dass er das Niveau mehr oder weniger halten kann. Und schaut euch mal die Zahlen an. Eine Sache fällt euch wahrscheinlich direkt auf. Hani Mukhtar ist in kaum einer der für die Position relevanten Statistiken besser gewesen als Niklas Füllkrug. Also selbst die Sachen, wo man denkt, eine hängende Spitze, ein Hani Mukhtar, müsste hier deutlich besser abschneiden, eben was Chancenkreierung, Schlüsselpässe, Vorlagen und so weiter angeht. Selbst da ist Füllkrug weiter vorne. Was sagt jetzt der Eye-Test? Ich habe euch mal drei Nashville und auch Hani Mukhtar typische Spielszenen mitgebracht. Bei Nashville ist ganz wichtig zu wissen, die wollen Umschaltfußball spielen. Die spielen schnell nach vorne. Die wollen so schnell wie möglich nach Balleroberung vors Tor kommen. Und das machen sie, indem sie zwei Stürmer vorne stehen haben, die immer wieder auf solche Situationen lauern. Hani Mukhtar und sein Sturmpartner. Und gerade hier in der ersten Szene, das ist eben so eine, da seht ihr Nashville in Gelb. Ja, in der Defensive, nicht mal in Ballbesitz. Aber in den nächsten 12 Sekunden ändert sich das dramatisch. Also hier ist noch der Gegner in Ballbesitz. Dann wird der Ball erobert durch so eine kleine Unachtsamkeit. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Ein langer Ball nach vorne in die Spitze. Da seht ihr die beiden Stürmer. Hani Mukhtar ist der mit der Nummer 10, der näher zu uns ist. Also der in Richtung Tor unterwegs ist. Und auf der Außenbahn eben seinen Sturmpartner. Das Ganze ist ein Sprintduell, wo sie auf jeden Fall Vorteile haben gegenüber den Verteidigern. Sehr viel Platz, wie ihr seht, für Hani Mukhtar in der Mitte. Da kommt keiner so richtig hinterher. Dann kommt der Ball in die Mitte und dann ist doch eine relativ einfache Situation vor dem Tor. Und das ist eins seiner 23 Tore. Und ich kann euch sagen, das ist definitiv nicht das Einzige gewesen, was in diesem Stil gefallen ist. Für Nashville und auch nicht von Hani Mukhtar. Manchmal ist es Hani Mukhtar, der die Vorlage dann von außen macht. Manchmal ist er eben der, der das Tor macht. Und das Krasse ist, wie ich gesagt habe, die ganze Szene von Balleroberung bis Tor dauert 12 Sekunden. 4 Ballkontakte. Das ist das Spiel von Nashville und das hat optimal gepasst zu Hani Mukhtar. Das sieht man auch so ein bisschen in der zweiten Szene. Die ist nicht komplett anders. Hier seht ihr wieder den Gegner von Nashville in Ballbesitz. Nashville wieder in Gelb. Diesmal nicht in der eigenen Hälfte, sondern noch in der gegnerischen Hälfte. Das Pressing ist gar nicht so intensiv. Hani Mukhtar seht ihr da, der Spieler in der Mitte. Und der beteiligt sich auch gar nicht so sehr am Gegenpressing. Pressing-Auslöser scheint der Pass auf den Außenverteidiger zu sein, weil der wird intensiv attackiert, spielt einen Fehlpass direkt dem Gegner, also einem Nashville-Spieler, in die Füße und hier auch wieder so, ja, gar keine Spirenzchen, sondern direkt nach vorne, Hani Mukhtar in den Lauf, der hat auch wieder sehr, sehr viel Platz, sein Sturmpartner in der Mitte diesmal hat auch, wie ihr seht, reichlich Platz zu seinen Gegenspielern, Mukhtar spielt einen super Pass in die Mitte. Und dann ist es das 1:0 für Nashville. Das sind also zwei Situationen, die beschreiben nicht nur Nashville ganz gut, sondern wie ich finde auch ein bisschen das Abwehrverhalten in der MLS. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Können wir auch in der letzten Szene drüber sprechen, weil da sehen wir etwas, was passiert, wenn ein Spieler, wenn ein Stürmer viel Selbstvertrauen und eben nicht besonders gutes Abwehrverhalten entgegengesetzt bekommt. Selbstbewusstsein ist was Schönes. Wenn es läuft, dann so richtig. Hier sehen wir nämlich eine Situation. Nashville in Ballbesitz. Hani Mukhtar seht ihr in seiner typischen Position in vorderster Linie. So leicht nach hinten versetzt, ja, nicht ganz der vorderste Spieler. Der Ball wird in seine Richtung gespielt. Er lässt ihn aber durch in der Hoffnung, dass sein Sturmkollege da an den Ball kommt. Tut er zum Glück. Der spielt direkt den Ball Hani Mukhtar in den Lauf. Der macht dann ein, zwei Übersteiger. Verteidiger sieht nicht gut aus. Hani Mukhtar geht an die Außenseite und dann guckt euch den Winkel an. Das ist der Winkel, aus dem Hani Mukhtar abzieht. Und ja, das ist ein Tor.
Das ist ein wunderschönes Tor. Da kann man natürlich nicht nur über den Innenverteidiger, der sich da wirklich sehr einfach austanzen lässt, sprechen, sondern auch über den Torwart. Ja, aber ich glaube, ihr konntet einen Eindruck davon bekommen, was vor allem die Spielweise ist von Nashville, aber auch von Hani Mukhtar. Er war wirklich immer einer der beiden vordersten Spieler, die häufig geschickt wurden und die dadurch natürlich durch das schnelle Umschalten und den schnellen Ball nach vorne auch häufig sehr viel, ja, die haben sehr viel Platz bekommen, alle beide. Und ein Hani Mukhtar, der auch noch einen guten Antritt mitbringt, der gerne ins Dribbling geht, wie gesagt, nicht immer erfolgreich. Ja, und dann irgendwann auch mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein gespielt hat. Das kam ihm schon alles sehr entgegen. Aber die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, ist das gut genug? Ist das einer für die deutsche Nationalmannschaft, der so einer Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft helfen kann? Und ich glaube, da muss man unterscheiden einmal zwischen der Spielerrolle, die man sucht, und der individuellen Qualität, ob es reicht. Und wenn wir über die Rolle erstmal sprechen, Hani Mukhtar ist kein Mittelstürmer, kein klassischer Neuner, und das sucht man ja eigentlich. Das ist kein Zielspieler, kein Stoßstürmer. Das ist eine hängende Spitze. Das ist einer, der am besten ist, wenn er noch jemanden neben oder vor sich hat. Und da finde ich halt, dass es mit Leuten wie Kai Havertz, wie auch mit einem Jamal Musiala, der eine ordentliche Torgefahr mitbringt, schon einige Spieler gibt und vor allem individuell betrachtet dann auch bessere Spieler als Hani Mukhtar. Ob jetzt die individuelle Qualität reicht, ist natürlich super schwer zu greifen. Weil was ist so eine, ja, wirklich herausragende Leistung in der MLS wert, verglichen mit Spielern aus den Top 5 Ligen, mit Spielern, die dann einfach deine Konkurrenten sind in einer deutschen Nationalmannschaft. Und mich stört schon ein bisschen, wenn wir darüber nachdenken, ob eben Hani Mukhtar einer ist für die Nationalmannschaft, dass er gegenüber einem Niklas Füllkrug, der ja auch in einer schwächeren Liga mit der zweiten Liga gespielt hat, gar nicht mal so gut aussieht. Dass Niklas Füllkrug in den meisten Bereichen einfach besser ist statistisch. Was man vielleicht machen kann, ist mal in die Vergangenheit zu schauen, um zu gucken, wie haben sich sehr, sehr gute Torschützen, sehr torgefährliche Spieler aus der MLS in Europa geschlagen. Da gibt es wenige Beispiele, die vor allem erst in der MLS erfolgreich waren und dann in Europa. Miguel Almirón wäre mir da eingefallen, der spielt bei Newcastle, der ist offensiver Mittelfeldspieler, aber hat in seiner letzten MLS-Saison 12 Tore und 13 Vorlagen gemacht. Also richtig, richtig gut. Bei Newcastle ist es nicht so, dass er da sich nicht durchsetzen kann, der ist Stammspieler, aber sein Höchstwert in der Premier League waren in einer Saison 4 Tore und 2 Vorlagen. Also das ist schon ein ganz schönes Downgrade, was wir da in Sachen offensiven Output erleben, und den müsste man, glaube ich, eben auch von einem Hani Mukhtar in der Form erwarten. Vor allem, wenn wir uns dann noch angucken, Sebastian Giovinco zum Beispiel, der war auch mal Torschützenkönig in der MLS. Und der hat in der MLS in 4 Jahren mehr Tore gemacht als in 9 Jahren Europa, in 9 Jahren Italien, in 9 Jahren Serie A. Landon Donovan, ich weiß, es schon ewig her, aber noch so ein Beispiel, der einer der besten Spieler der MLS war, nach Europa kam und einfach kein Faktor war. Was ich sagen will, ist, ich tue mich einfach schwer zu glauben, dass diese brutal guten Zahlen irgendeine, ja, allzu große Aussagekraft haben, wenn man ihn dann eben mit der Konkurrenz in Deutschland, in Europa vergleicht. Grundsätzlich finde ich es großartig, wie er in der MLS aufgeblüht ist, dass er seiner Karriere nochmal, ja, so einen Kick geben konnte, dass er das Ganze nochmal reaktivieren konnte durch seinen Wechsel in die USA. Und ich würde mir auch wünschen, ihn bald wieder in Deutschland zum Beispiel zu sehen, aber nicht unbedingt für Deutschland. Natürlich könnte man mal, ja, man ihn nominieren für ein Testspiel zum Beispiel, aber für die WM, da bleibt nicht mehr allzu viel Zeit. Da kann man nicht mal gucken, ob jemand mithalten kann, wenn man weiß, dass andere es definitiv könnten. Und vor allem, ich habe jetzt einige Szenen wieder aus der MLS gesehen, gerade defensiv und auch was das Tempo insgesamt angeht, sieht das dann doch schon ganz weit weg aus vom europäischen Top-Liga-Fußball, muss ich ehrlich zugestehen. Und vor allem, ich glaube halt auch, dass es kein Zufall ist, dass er gerade in einer Mannschaft wie Nashville, die eben sehr ihr Spiel auf ihn, aber halt eben auch auf dieses Umschaltspiel zugeschnitten hat, und gleichzeitig, dass er eben in der Doppelspitze agiert hat. Diese beiden Faktoren, Umschaltfußball und Doppelspitze, sind ihm, glaube ich, sehr entgegengekommen. Und das ist halt nicht die deutsche Nationalmannschaft. Ich sehe ihn nicht wirklich in einer sehr ballbesitzorientierten Mannschaft, wie der Mannschaft von Flick. Und ich sehe ihn vor allem nicht als alleinige Nummer 9. Aber das ist ja genau das, was Deutschland sucht. Vor allem für diese WM.
Ein toller Spieler, Hani Mukhtar, aber nicht unbedingt einer für die deutsche Nationalmannschaft, vor allem nicht mit Blick auf die Position und das anstehende Turnier. Was sagt ihr zu Hani Mukhtar? Schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, Video liken, wenn ihr schon dabei seid, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.